Hallo und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion 2. Auch bekannt als Luigi's Mansion, Mansion 2. Ja, das wäre ein Let's Play. Das ist ein neues Projekt, seitdem ich wieder hochladen kann. Und das ist jetzt auch bestätigt, dass ich wieder hochladen kann. Kommt dieses Projekt nun dran. Die anderen werde ich natürlich nicht vergessen. Und wir machen eine neue Datei auf. Datei 2. Ja, das Spiel ist gestern erschienen. Beziehungsweise bei mir vorgestern. Und gucken wir uns erstmal die Story an. Ups. Ich brauche deine Hilfe. Wir haben einen Notfall. Die Geister spielen verrückt. Sitzt du beim Fernsehen immer auf dem Boden? Ich hole dich schnell zu mir. Lass mich den Voxelporter starten. Nicht bewegen, ja? Und Abflug. Da bist du ja, Luigi. So sieht man sich wieder. Du siehst etwas nervös aus. Geradezu verschreckt. Keine Angst, hier in meinem Unterschlupf kann uns kein Geist etwas anhaben. Ach, ist das schon lange her. Alles klar bei dir? Du gehst sicher immer noch mit deinem verwegenen Bruder auf wilde Wagnisse, richtig? Ich hingegen befasse mich nach wie vor mit allerlei Spuk und Schreck und Geistereien. Dank unseres Abenteuers damals bin ich glatt zu einer Koryphäe auf dem Gebiet geworden. Doch genug geplaudert. Ich habe dich nämlich nicht zum Spaß zu mir eingeladen. Sieh mal, da auf dem Bildschirm. Das, mein Lieber, ist der sogenannte Finstermond. Seine rätselhafte Aura lässt alle Geister im Nachtschattental zahm und friedlich werden. Natürlich war ich sofort hin und weg und auf und davon, um dieses kuriose Phänomen zu studieren. Und meine Forschung verlief glänzend. Ich sah mich schon überhaupt mit Preisen. Doch plötzlich drehten die Geister völlig durch. Sie fuhren geradezu aus den Laken. Ungefragt. Es war ein Schreck, sage ich dir. Ich musste aus der Gruselvilla hierher fliehen, um mich zu retten. Das hier ist nämlich sowas wie ein kleines Befehlslabor von mir. Für Notfälle, weißt du? Auf jeden Fall habe ich mich nun hier eingerichtet und bin schon kräftig am Forschen. Und Potzdonner, weißt du was? Der Finstermond. Er ist spurlos verschwunden. Er ist spurlos vom Himmel verschwunden. Und zum allem Überfluss ist das ganze Nachtschattental nun in dichtem Nebel gehüllt.
Laut meiner Messungen ist das Verschwinden des Finstermonds der Grund des Schlamassels. Wenn wir uns nicht sputen, dann verlassen die Geister noch das Tal und spuken anderswo weiter. Was wird denn dann aus meiner Forschung? Nein, nein, das darf nicht passieren. Stimmt's, Luigi? Doch zum Glück weiß ich schon genau, wo wir anfangen müssen. Warte, ich zeig dir was. Diesmal Betzel ist ein Stück des Finstermonds. Famos, oder? Na, abgesehen von der Tatsache, dass der Finstermond zersprungen ist, meine ich, siehst du die unheimliche Energie, die um es herum leuchtet und knistert? Diese Energie lässt die geisterbezähmende Aura des Mondes erlöschen. Daher habe ich sogleich eine topmoderne, hochentwickelte Reinigungsmaschine erbaut. Und zur Feier deiner Ankunft werde ich sie nun einweihen. Dann mal Daumen drücken. Alter. Hui, geil. Ja, nice. Gruselvilla ist enthüllt. Es ist vollbracht, Luigi. Das Mondfragment hat seine ursprüngliche Kraft wieder. Nanu, hast du gerade auch ein geisterhaftes Wabern und Wallen vernommen? Oh, oha, phänomenal. Der dichte Nebel vor meinem Unterschlupf. Er ist spurlos verschwunden. Schnell, schauen wir uns mal die Karte des Nachtschattentals an. Wow. Wunderbar. Nun sollten wir die große Villa erreichen können. Wenn wir den Finstermond also wieder zusammenfügen, sind all unsere Probleme gelöst. Dann wird sich nicht nur der Nebel im ganzen Tal lichten, auch die Geister werden wieder freundlich. Aber ach, bis dahin musst du sie leider vorerst aus dem Verkehr ziehen. Jawohl, Luigi, du. So gut wie du kennt sich nämlich keiner mit dem Geisterjagen aus. Zumindest keiner, den ich kenne. Die Sache ist nicht ungefährlich. Ich würde sie zwischen riskant und völlig kopflos ansiedeln. Aber du wirst einem alten Freund doch keinen Wunsch abschlagen, oder? Bitte hilf mir dabei, den Finstermond zusammenzufügen. Tust der alten... keine Ahnung. Und das ist das erste Level A1 Schreckweg 0915 in der großen Villa. Dann begeben wir uns gleich mal dorthin. Na, wer wird denn gleich vor ein paar müden Geistern bibbern? Nun, ich gebe ja zu, sind eher Hunderte statt nur ein paar. Und wohl auch mehr Rüde als müde. Aber wir schaffen das schon. Mit meinem Krips und Hüstel. Nun ja, die Sache wird wohl nicht so einfach wie erwartet. Aber es hilft nichts. Der Finstermond muss wieder leuchten. Und das schaffen wir nur mit der richtigen Ausrüstung. Leider befindet sich mein neuer Schreckweg 0915 noch in der Großvilla. Aber nun, da sich der vermaledeite Nebel verzogen hat, kannst du ihn dir einfach dort schnappen. Voilà. Elegant, oder? Dieses voll persönlich erdachte DS-System hilft dir dabei, dich in der Großvilla zurechtzufinden. Und mehr noch, es fungiert sogar als Fernsprecheinrichtung. So bleiben wir in Kontakt. Luigi labert doch eh nichts. Weil dort nicht gerade die Mittagssonne scheint, nimm lieber diese Taschenlampe mit. Witzbold. Fein. Dann wollen wir das DS-System mal ausprobieren. What? Gut, und nun kommt die Karte. Ich markiere dir auch gleich mal einen Raum darauf. Ja. Da wurde die Garage gerade... Hier siehst du die Garage. Genau dort solltest du den Schrägweg 0915 finden. Okay. Alles paletti, mein Lieber. Alle Klarheiten beseitigt. Dann transportiere ich dich jetzt zur Kuselvilla. Mit meinem niegelnagelneuen Voxelporter. Damit gelangst du überall hin. Und zwar in handlichen Bitblöckchen. Voxel für Voxel sozusagen. Hoffentlich verwoxel ich mich diesmal nicht. Nihihi. Dann halt mal deine Kappe fest. Mit deinen Händen, wenn ich bitten darf. Ja, das tut auch der Luigi vornehm. Und nun gehen wir die erste Mission hinein. Sind zwar schon 10 Minuten in dem Part abgelaufen, aber... Was soll's? Dann wird's halt ein etwas länger Part. Aber das ist auch ganz schön kurz. Das erste Level. Und für ein erstes Level, für einen Anfänger, ist es natürlich immer einfach. Gut. Wir haben nichts, wir haben kein Schreckweg 015, wir haben kein Strobolicht, wir haben kein Düsterlicht, wir haben rein gar nichts, nur eine Taschenlampe. Aber das kriegen wir alles. Unsere erste Mission ist es, die Garage zu durchsuchen. Und das erinnert so ein bisschen an Slender, oder? Oh. Ist aber nicht gefährlich.
Denn Luigi erschreckt sich immer, wenn wir einen Anruf kriegen. Hallo? Hallo? Luigi? Bitte komm, Luigi. Hörst du mich? Etwas schärfer stellen. Etwas weiter weg. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich fürchtete schon, der Akku deines DS-Systems sei am Schwächeln. Aber wenn man die Helligkeit runterdreht, geht es ein wenig besser. Aber was ist denn mit dir? Hast du etwa Angst? Schnickschnack. Zwar Kraft des Rumschleichen bringt uns nicht weiter. Drücke beim Bewegen B, um zu rennen. Und jetzt ab. Im Sausschritt, ja? Okay. So, hier gucken wir mal rein und da sehen wir schon ein paar Geister. Ja, geil, ne? Oh. Okay. So. Und nun? Wenn wir reingehen wollen, geht nicht. Wir haben keinen Schlüssel. Aber jetzt tut sie jetzt es auf. Denn eine Maus kommt uns entgegen. Luigi ist wirklich eine Pussy. So. Und jetzt müssen wir die kleine Maus fangen. Was natürlich kein Problem ist, wenn wir B gedrückt halten. Und nun können wir ins Haus rein. Woo! Ach ja, diese Sektion ist immer so schön. Tschüss. Luigi, du Pesa. Zigtausend Liegestütz. Na, mal vier. Okay. Wäre episch, wenn es hier einen Gastauftritt von Slender geben würde. Ist aber nicht so, denn es ist keine Nintendo-Figur. Sollte aber kein Problem sein. Okay, hier ist der Schreck weg drin. Der altbekannte Geisterstaubsauger. Gleich mal alles anprobieren hier. Super. Fühlt sich geil an, oder? Oder doch nicht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, die Garage zu durchsuchen und ein Anruf von Igitt ist da. Superb! Das hätten wir ja. Gut gemacht, Luigi. Dies ist der neue Schreckweg 0915. Saug stärker denn je. Und kinderleicht zu bedienen. Halte einfach R, um zu saugen. Bevor du die Geister das Fürchten lehrst, probier ihn doch erstmal aus. In der Garage liegt sicherlich allerlei Unrat und Kehricht. Der ideale Feldversuch. Ja... Vielleicht auch nicht. Und jetzt auch nur mit schöner Musik. Hier, das können wir wegsaugen. Ich werde nicht alles zeigen. Auf jeden Fall werde ich die Juwelen zeigen. Muss ich mal erwähnen. Und natürlich auch, wie man die Level besteht. Die Verstecke und so von Geld, also so Secret-Verstecke, werde ich meistens zeigen. Manchmal auch nicht. Na, wie läuft's mit dem Schreckweg 0915, Luigi? Tolles Ding, nicht wahr? Geisterjagen ist damit ein Riesenspaß. Ich verspreche es dir. Eigentlich sollten ja ein paar in der Nähe sein. Sieh dich doch ein wenig um, ja? Ja. Mach mal, ne? Ja, hier ist auch ein Geist. Aber den können wir erst nach dem Level A4 machen. Deswegen, ja. Gehen wir einfach mal einen Raum weiter. Diesmal überqueren wir das. Und hier ein Türlaken, wenn man es mal so sagen darf. Ja. Und hier gibt es auch noch was, nämlich hier. Hallo. So. Ist ein erneuter Schlüssel. Und da draußen sieht man einen Hund toben. Der wird auch einige Gastauftritte haben. Nicht viele, aber einige. Ja, ein bisschen Geld ist aber auch wichtig. Also ohne Geld bekommen wir keine Extras. Komm her, Münzen. Ja. Und deswegen zieht sich der Part auch in die Länge, da ich ziemlich geldgeil bin. Und hier kommt gleich etwas Schönes. Ganz, ganz viel Geld für uns. Das finde ich nicht schlecht. Hier können wir noch nicht weiter, also die Tür ist auch verschlossen, wie man sieht.
Hier gibt es noch ein paar Mäntel, die man aufsaugen kann. Mit bisschen Geld. 5, sagen wir jetzt mal Euro. Sind aber keine Euro, ist was anderes. Gut, können wir rausgehen und jetzt kommen wir nicht mal reingeguckt, aber egal. Hier können wir nun rein. Das ist jetzt Luigi schon bekannt, das ist jetzt nicht mehr so toll. Und hier sehen wir ein paar Geister rumtrollen. Wie alles angefangen hat. Hier sollten wir uns beeilen, denn ja, man sieht's. Da muss ich jetzt nichts mehr erklären. Und hier wieder aufschließende, ansonsten kommen wir nicht weiter. Deswegen auch die 2 Schlüssel. So, und jetzt sind wir im Foyer angekommen. Mit einer kleinen Zwischensequenz. Ja. Hör doch auf. Ich wollte es doch gerade erklären, was wir machen sollen. Luigi, siehst du den runden grünen Apparat dort rechts an der Wand? Das ist ein Türschloss. Aktiviere es einfach, indem du es mit dem Strom... Alle Wetter, deinem Schreck weg. 0015 fehlt ja der Stromoblitz. So kriegst du die Tür nie und immer auf. Der Stromoblitz ist klein und grün und kugelig. Die Geister haben ihn sicher versteckt. Er kann nicht weit weg sein. Such ihn. Wow. Also wirklich, wow. Wirklich unbelievable. Weil ich weiß ja, wo er ist und wollte es gerade erklären, aber nein. So. Hallo? Hallo? Okay. Ah, geht doch. Denn wir müssen das Ganze hier freischalten und jetzt schnellstens beeilen. Ansonsten geht das Ding wieder nach oben. Haha, nur Homo. Und da haben wir's. Ja. Hoho. Ja. Oh. Haha. Hm. Oh. Oh, yeah. Naja, das ist nicht gut für die Augen. Holla, mein Lieber. Vorsicht mit der Blitzerei. Der Stromblitz ist kein Spielzeug, sondern eine unabdingbare Hilfe. Mit ihm kannst du zum Beispiel Türen mit grünen Sensoren dran öffnen. Du musst nur zielen und kurz A gedrückt halten. Versuch es gleich mal an der Tür rechts. Nee. Ja, stimmt, das können wir noch gar nicht machen. Ah ja, sorry. Wir versuchen es nicht an der Tür, sondern hier. Das können wir auch hier machen. Deswegen bekommen wir auch ein bisschen massig Geld. Nur ein bisschen, ist nicht viel. Und jetzt können wir das hier betätigen, wenn ich zielen könnte. Ja, klappt. 1A. Prima. Perfekt. Oh, immer diese unnötigen Anrufe. Blitzzauber, mein Lieber. Aber das war noch nicht alles. Du kannst Geister mit dem Stromblitz blenden. Erst dann lassen sie sich aufsaugen. Verstanden? Dann los! Zeig diesen Rabauken, mit wem sie es zu tun haben. What? Natürlich machen wir das. Ja. Okay. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwoher eine Toilette. Nein, dann kommt von irgendwo eine Toilette. Wenn wir uns draufsetzen, dann kriegen wir eine Reinheit. Unbelievable. Oh Mann. Ja, den müssen wir jetzt aufsaugen. Das Spiel ist ganz schön pervers, aber es passt.
wo ist der Kerl? Erstmal finden wir hier eine Dings da. Ein Doggy. Ein Knochen. Und wir kriegen wieder einen Anruf. Um zu erklären, bekommen, was ein Doggy ist. Ja. Ja, du? Da hast du ja einen ganz besonderen Fund gemacht, Luigi. Wenn du fleißig nach Geld und Gold suchst, solltest du solche Knöchel ein rasch entdecken. Mein Gespür sagt mir, dass sie dir einmal sehr nützlich werden können. Aber wer weiß, wo ich da so hinspüre. Hihi, abwarten und Tee trinken, ja? Witzbold. Ah, da ist er. Ja, die Knochen sind dafür da. Bisschen rotzen hier. Sind dafür da. Wenn man einmal Game Over geht, dass dann der Hund kommt und dann in Knochen klaut und man deswegen nicht vom Start anfangen muss. Bisschen kompliziert, aber wenn man es dann macht, dann versteht man es. Es öffnet sich, nein! Bisschen Money auch noch. Ja, bisschen ist relativ. Da draußen wird auch schon viel gebummt. Was ist denn da los? Ach ja! Only more Geister! Hat zwar auf einmal gibt mehr Geld. Viel mehr Geld. Jawohl. Ja, geh auf Geisterjagd. Super, haben wir auch gemacht. Oh, noch eine Münze, noch eine Münze. Und dann ist die Mission zu Ende. Woher ich das weiß? Tja, famos gemacht, Luigi. Geradezu geistreich. Geistreich. Da fühlt man sich doch gleich wieder wie früher, nicht wahr? Na, das reicht auf jeden Fall fürs Erste. Ich hole dich in den Unterschlupf zurück. Ja, das war unsere erste Mission. Für den ersten Part war es das noch nicht ganz, denn jetzt halten wir noch ein kleines Pläuderchen. Und hier mal unsere Bewertung. 6 Minuten, 6, 0. Und das gibt einen Rang mit 2 Sternen. Gar nicht mal so schlecht. Juwelen gibt es in dem ersten Level zwar schon, sollte man aber hier in dem ersten Level noch nicht holen, denn es wird ja alles noch im Laufe der anderen Levels dann auch offensichtlich. Ja, und jetzt noch das Plauderchen halten. Dann gucken wir, wie unsere nächste Mission lautet und dann den Part beenden. Immer schön, sowas. Bist wieder zurück, unversehrt. Und alle Voxel noch dran. Wunderbar gemacht, mein Guter. So setzen wir dem Tohuwabohu nur ein Ende. Dann schauen wir mal, was du mit dem Schreckweg 015 so alles aufgesaugt hast. Naja, das ist so ein Ding, ne? Wir haben einen neuen Geist gefangen und wir haben Reichtümer gemacht von 578 Münzen. Und jetzt? Sag was. Fabelhaft. Ich muss diese Geister sofort gründlich studieren. Bitte? Wo dieser Schlauch gerade eben hinführt? Na, ganz einfach. Alles, was du sammelst, landet unten in einem supersicheren Git-Speicher. Schau ruhig mal dort vorbei. Im Speicher findest du allerlei nützliche Informationen. Jeder Geist wird akribisch von mir beschrieben. Überaus wichtig für den wissenschaftlichen Kanon. Zur Bestimmung ihrer Masse hilft mir eine besondere Einheit, die auf Erdgeister geeicht ist. Die Igitsche Wichtelunze. Kurz Wunze. Oder auch schlecht Weh. Famos, Luigi, nicht wahr? Die ganze Welt wird einmal das Gewicht von Geistern in Wunzen messen. Da bin ich mir sicher. So, dann will ich die großen Villa mal flugs auf Paranormalitäten und derlei Phänomene analysieren. Der Goomba soll mich holen, wenn das Finstermondstück nicht dort irgendwo versteckt ist. Ja, im nächsten Part, hier seht ihr es auch mal, das zweite Feld, da soll was anderes bedeuten, aber das seht ihr bald. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit A2, Level A2, Zahnräderjagd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr das neue Projekt, wenn das neue Projekt euch gefällt. Auch noch ein Abo da lassen wir auch nicht schlecht. Und bis zum nächsten Part. Und tschö. Bam.